Heute versammeln wir uns hier zusammen mit vielen anderen Gruppen weltweit, um zusammenzustehen und unseren Planeten zu retten. Die Polkappen schmelzen, die Regenwälder sterben. Und diese Spirale kann sich so schnell weiterdrehen, dass sie in nur 5 Jahren außer Kontrolle gerät. Der Klimawandel scheint weit weg, doch er steht unmittelbar vor. Viele von uns haben bislang geschlummert. Doch für andere ist der Klimawandel bereits greifbare Verwüstung. Es ist das schwächste Leuchten in den Augen eines Kindes, wenn vorrückende Wüsten Ackerland zu Staub verwandeln und eine Familie verhungert. Es ist ein Heim, eine Existenzgrundlage. Es sind die Erinnerungen eines ganzen Lebens, weggespült von stetig steigenden Fluten und verheerenden Stürmen. Es ist der tödliche Kampf von benachbarten Stämmen, das verzweifelte Ringen um die letzten noch existierenden Wasserlöcher. Es ist eine ganze stolze Inselnation, flieht, weil ihr Wasser vom Meer versalzt ist, weil ihr Land in den Wellen versinkt. Und es sind die Spannungen, wenn Tausende von Flüchtlingen von ihrem zerstörten Land in die Städte der ärmsten Länder brennen. Doch das ist nur der bittere Vorgeschmack eines sich zusammenbrauenden Sturms. Das ist die Zukunft, die uns alle bedroht. Niemand ist in dieser Verwüstung, weder arm noch reich, weder dort. Aber wir können uns doch retten, wenn wir die Energien ändern, die unsere Gesellschaften am Laufen halten. Wir können aufhören, Öl, Kohle und Holz zu verbrennen. Wir können stattdessen die Energie der Sonne, des Windes und des Wassers nutzen. Aber wir müssen es alle zusammen tun. Und wir müssen es jetzt tun. Die Entscheidungen, die wir heute treffen, entscheiden die Zukunft der Menschheit. Daher haben wir uns heute versammelt, über 2.900 Mahnwachen in 136 Ländern, überall auf der Welt. Wir bilden einen Ruf zum Handeln zu erhellen, als Signal für Hoffnung. Wir rufen unsere Politiker dringend zum Handeln auf und fordern ein echtes Abkommen. Echtes Abkommen muss ambitioniert sein. Wir fordern eine Vereinbarung, die das Anwachsen des gefährlichen Kohlenstoffausstoßes innerhalb von 5 Jahren stoppt und ihn stattdessen schnell auf einen bewältigbaren Ausstoß von 350 Teilen pro Million in der Atmosphäre reduziert. Ein echtes Abkommen muss fair sein. Wir fordern eine Vereinbarung, die 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr garantiert, um den armen Ländern zu helfen, ein echtes Abkommen muss verbindlich sein. Wir werden keine leeren Versprechungen zulassen. Wir fordern eine Vereinbarung, die den Schutz unseres Planeten in allen Ländern zu besetzen. Dies ist das wichtigste Abkommen unserer Zeit. Jedes Land muss Teil der Weltgemeinschaft werden. Heute versammeln wir uns als Bürger der Welt ein gemeinsames Ziel. Ein gemeinsames Schicksal. Dies ist eine Chance, unseren Kindern und Enkelkindern eine Welt zu hinterlassen, auf die wir stolz sein können. Die Stunde vor der Dämmerung ist die dunkelste. Unsere Bewegung ist wach. Der Moment gehört uns. Die Zukunft liegt in unseren Händen und die Botschaft ist eindeutig. Die Welt will ein echtes Abkommen. Ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und ich hoffe, die Botschaft kommt bei den Entscheidungsträgern in Kopenhagen an, die Botschaft all der Menschen, die dies eben auf der ganzen Welt tun. Musik.
Sehr schön, dass du meinst, dass du bist.